Und so moderne Welt in Stichworten. Arbeitslosigkeit, Kriege, Epidemien, Klimawandel, Finanzkrise, Elektroscooter. Mit anderen Worten, Probleme. Wenn Fakten versagen, kommt der Glaube ins Spiel. Doch welche der unzähligen Religionen ist die richtige? Von Buddha bis Bhagwan, von Pontius bis Spekulatius, von Abba bis Papa, von Ernie bis Bert. Hier ein paar angesagte Religionen im Schnelldurchlauf. Protestantismus kommt von Protestieren. Die Anhänger heißen Jesus People oder Haschpappis. Kleiderordnung? Locker. Populäre Vertreter? Gerhard Schröder oder Philipp Lahm. Humor? Vorhanden. Beispiel. Wie nennt man die Fußballschuhe von Jesus? Christstollen. Die Religion in einem Satz? Das Leben ist ein Leierkasten, den der Herrgott selber dreht. Ein jeder muss zum Liede tanzen, das gerade auf der Walze steht. Und das sagen die Anhänger. Egon V. aus D. Ich gehe in die Kirche, weil man nicht sein Leben lang mit Konfetti schmeißen kann. Nächste Religion, Katholizismus. Die altmodische Religion für Zerknirschte und solche, die es werden wollen. Nichts darf man. Petting, Alkohol, Techno, Schlägereien, alles verboten. Wer es doch macht, kommt ins Fegefeuer. Extrem heiß und dauert 1 Million Jahre oder länger. Die göttlichen Gebote zusammengefasst, du. Richtige Feste. Wichtige Feste? Halloween. Und das sagen die Gläubigen. Bernd H. aus G. Wenn du schon kein Stern im Himmel sein kannst, sei wenigstens eine Lampe im Haus. Buddhismus. Easy Religion für Freaks, Spinner und Tagträumer. Fester Glaube an die Wiedergeburt. Heute Mensch, morgen Fisch, übermorgen Geröllbrocken. Populäre Vertreter. Cindy Crawford, Tina Turner, Dalai Lama. Das heilige Buch heißt Ein Satz mit X, nix geht fix. Typisches Essen, Ente süß-sauer und Curryhuhn. Die Religion in einem Satz, in seinem Loch ist jeder Käfer Sultan. Islam, Büßerkonfession mit Ausrichtung aufs Jenseits und wenig Hoffnung aufs Diesseits. Der Islam in Stichworten, Verbote, Schleier, Sandalenzwang. Öffentlich Bier trinken, Zunge ab. Bei Taschenbillard kommt das Todeskommando. Populäre Vertreter, Bushido. Wichtige Feste, Vatertag. Die Religion in einem Satz. Vögel, die morgens singen, holt abends die Katze. Das sagen die Anhänger. Vorbeugen ist besser, als auf die Schuhe zu kotzen. Mein Tipp, aus allen das Beste raussuchen. Gotteshaus, Messias und heilige Bücher werden abgeschafft. Die Religion findet nur noch hier oben statt. Das spart Papier und schon die Umwelt. Und das Beste, der Strunkismus ist denkbar einfach, denn er besteht aus lediglich 3 Geboten. Das Leben ist so kurz für ein langes Gesicht. Manchmal ist es einfacher, ein Fenster zu öffnen, als eine Tür zu schließen. Das wärmste Jäckchen ist das Kornjäckchen. In diesem Sinne. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend.